Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin heute Morgen, ich fahre gerade Landstuhl wieder raus, ich bin am Betonteile fahren, mal wieder. Und das werde ich wohl heute den ganzen Tag machen. Gehe ich mal stark aus davon. Werde ich wahrscheinlich die ganze Woche machen. Auf zu rappeln hier. Mal gucken, ob... Sorry, ich finde mein kleines Dreibein nicht mehr. Ich habe keine Ahnung, wo das ist. Das abgemacht und auf diesem Weg ist es. Ich hätte eigentlich gedacht, ich habe das hier drin in meinen Schrank gelegt, wo ich alles von der Kamera drin habe quasi, aber nicht da. Rucksack, auch nichts. Keine Ahnung, wo ich das hin geschafft habe. Eieiei, bleib stehen jetzt. Ist halt ein bisschen doof jetzt so, ne? Aber eine Mail bekommen, dass meine Kamera nach ich glaube 10 Werktagen endlich bei GoPro halt angekommen ist in Venlo oben. Und sie würden sich bemühen, so schnell wie möglich den Ersatz rauszuschicken. Ja. Aber es geht auch so, finde ich. Ja, muss halt das ein oder andere Mal die Kamera mit rausnehmen und so. Ist ein bisschen umständlicher stellenweise. Aber nichts, was man nicht bewältigen könnte. Wie gesagt, Betonteile fahre ich. Ganze Woche. Fahre ich jetzt heute, ist heute meine erste Tour, also ich komme noch mindestens zweimal her laden. Einmal mache ich mit Sicherheit auch noch leer, ob ich das dritte Mal dann noch leer mache, weiß ich nicht. Kommt drauf an. Wenn ich hier dann mit der dritten Tour beladen wegkomme. Also, erste Runde abgeladen, es ist 10. Gerade eben habe ich mich noch beschwert, will ich nicht sagen, ja, aber habe noch gesagt, dass die von den Kollegen von GoPro, dass die ihr Bestes geben quasi. Dass die alte Kamera schon 10 Werktage unterwegs ist oder 10 Werktage gebraucht hat, bis sie oben war. Ja, und jetzt habe ich, kurz nachdem ich die Kamera vorhin ausgemacht hatte, hat mich meine Frau angerufen und gesagt, es ist ein Päckchen gekommen aus Holland, was ich schon wieder bestellt hätte. Sie ist doch immer die unnötigen Kram bestellt. Nee, Spaß. Auf jeden Fall ist meine Kamera gekommen heute. Was mich sehr freut. Wie gesagt, für mich alles kostenlos. Was mich noch mehr freut. Da werde ich morgen wieder mit 2 Kameras unterwegs sein. Filmst du? Klingt mal rot. Okay. Werde ich wieder mit 2 Kameras unterwegs sein morgen. Aber bringt alles nichts. Ich werde
Rest der Woche. Wir haben ja heute schon Mittwoch. Ja, ist ja der 4.10. Hatten ja ein langes Wochenende bei uns. Ich werde die restlichen 3 Tage diese Teile fahren hier. Freitag geht mein Fahrzeug wieder in die Werkstatt. Da wird noch was anderes gefunden. Und die Ersatzteile kommen erst heute. Also werde ich Freitagmittag wieder gegen meinen Schatten nichts dagegen. Ne? Werde Freitag wieder zeitiger Feierabend machen. Weil die Kollegen dann halt wieder gegen 17 Uhr das Fahrzeug holen werden. Oder vielleicht bringe ich ihn auch hin. Diesmal, ich habe keine Ahnung, dass ich ein Fahrzeug mitkriege. Dass ich ein Fahrzeug mitbekomme, ein Pkw. Und dann, ja, gucken wir mal, wie das Ganze dann laufen wird diese Woche. Erst zu Hause, wenn ich zu Hause bin später, muss ich dann gleich wieder die Seriennummer und so Kram alles wieder eingeben bei diesem Club. Weiß nicht, wie das heißt. Popo Club, keine Ahnung. Dass halt, wenn wieder was ist, dass das Ganze dann wieder so reibungslos läuft. Also das war wirklich war vom ersten Telefonkontakt über das Ganze wirklich so, wie man sich einen Support wünscht. Wirklich erste Sahne. Und wenn die Kameras gehen, dann ist ja auch ich weiß nicht, also es gibt wenig, was ich so sehe, wo die Qualität quasi besser ist. Ja, schauen wir mal, wie lange heute ist, der 4.10. Ich werde die dann morgen um 5.10. werde ich die in Betrieb nehmen. Das Datum merken und dann mal gucken, wie lange die durchhält. Also diese war jetzt 1,5 Jahre eigentlich täglich mehrere Stunden im Gebrauch. Ich finde das gar nicht so schlecht, sage ich mal. Nur wenn du halt die heutige Technik siehst von den Handys oder so, die mittlerweile auch, wenn du sie nicht allzu oft fallen lässt, auch 3 bis 5 Jahre halten, vielleicht sogar noch länger. Und dann sollte das bei den Kameras eigentlich auch möglich sein. Aber gut, wie gesagt, schauen wir mal, wie lange das Ganze gut geht, und dann ich halt noch mal hoch nach Landstuhl, bin gegen 11:30 da. Gegen 11:30 da. Ja, laden. 12 Uhr, wenn das noch mal so gut läuft. Gut, ich werde dann noch eine halbe Stunde Pause machen müssen. Noch mal so gut läuft, dann fahre ich heute noch mal laden. Aber leer werde ich dann erst morgen früh machen. Das sind 20 Minuten vor 3 haben wir es mittags. Ich bin auf meiner letzten Runde für heute. Und juhu, morgen gibt es nur noch, falls wir mit 2 Autos fahren, gibt es nur noch eine Runde für jeden.
Gut, sind wir morgen früh fertig hier. Ich dachte, das wäre noch viel, viel mehr, aber jo. Ist es nicht. Jetzt fahre ich nochmal runter nach Roggenhausen. Wie gesagt, es ist ja erst 20 vor 3. Fahre ich nochmal runter, mache dort leer und dann ist Feierabend für heute. Dann werde ich 17.30 Uhr etwa zu Hause sein. Für den Mittwoch, der sich wie Montag anfühlt. Es sah morgen noch viel, viel mehr aus mit den Teilen hier. Aber irgendwie, weiß nicht, ich habe jetzt mein fünftes und sechstes Teil geladen. Der Kollege hat 4 Teile gefahren. Der war noch mal kurz auf einer anderen Baustelle zwischendrin. Und ja, irgendwann war mal die Rede von 26 Teilen oder so. Vielleicht waren 26 Teile alle gar zusammen. Ich weiß es nicht. Fall bin ich auf der einen Seite froh, weil es mir doch ziemlich eintönig, auf der anderen Seite traurig, weil das Laden war recht einfach hier. Naja. Wunderschönen guten Morgen. Es ist schon Donnerstagmorgen, 20 nach 10. Wir haben gerade die letzte Runde von den Betonteilen gefahren. Ich habe kein Licht an. So, und jetzt fahre ich mal wieder ein Bagger. Schon lange her. Fahre ich nach Pirmasens und hole den, da habe ich den 926 hingefahren. Mit den Gummiketten. Kein Bagger von uns. Den hole ich jetzt wieder. Dann geht zurück nach Sembach. Zu dem Kunden aufs Lager. Alter, ich fahre da hin rein. Das sollte normalerweise passen. Bagger ein bisschen wegfahren. Fahre ich einfach ein Stück vor. Und dann sollte ich daneben drin wieder drehen können. Ja, das Dach hier rechts nicht abräumen. So.
Ach, hier ist schon was. Was ist denn jetzt los? Muss wieder links rum raus, weil hier rechts rum, weil das Auto ein Stück weiter vorne wäre, wäre das wesentlich einfacher. Aber machen wir wieder hinten rum raus. Vorne komme ich gleich auf die Umgehung. Ist das eine Umgehung? Ich weiß nicht genau. Und dann weiß ich gar nicht, ist das eine Umgehung oder ist das ein Gewerbegebiet? Keine Ahnung, komm. Au. So, vorne. Und rechts treiben. Yeah.
Flieger 14 oder 15 werde ich leer sein. Ich muss halt nochmal anrufen. Keinen Plan, was es dann im Anschluss gibt oder geben soll. Ich will jetzt mal Richtung Hof kommen. Nein, ja, ich habe mein Büro noch offen. Jetzt mal Richtung Hof kommen. 14:20 Uhr haben wir es. Ja, könnte sein, dass schon Feierabend ist heute. Betonteile gefahren. Das habe ich jetzt nicht gefilmt. Es war immer wieder dasselbe halt quasi. Und jetzt habe ich den Bagger gefahren. Den habe ich mal wieder ausgiebiger gefilmt. Ich meine, ausgiebig filmen tue ich immer. Ich tue es nur nicht ausgiebig zeigen. Ja. Gucken. Morgen ist Freitag. Auto wird wahrscheinlich nicht geholt. Es sollte ja noch mal in die Werkstatt. Weil von all dem, was eigentlich am letzten Wochenende, am langen Wochenende gemacht werden sollte, wurde nichts gemacht. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht warum. Ja. Morgen, ja, ich sitze nicht in meinem Fahrzeug. Ich fahre heute Morgen Kiebsattel. War jetzt gerade in Sembach oben, hab geladen auf unserem Lagerplatz. Ich kann mich sehen, jo, ich hoffe. Hab geladen, fahre jetzt runter nach Mainz. Sorry, den Kollegen habe ich mal fett ausgebremst. Das war keine Absicht. Danke. Ins Kraftwerk, lade dort ab. Fahre ich rüber auf die Baustelle Wiesbaden bzw. Mainz-Kastell. Lade dort Mutterboden. Den fahre ich rüber nach Rockenhausen. Fahre ich Rockenhausen leer, fahre ich wieder hierher und mache das Ganze nochmal, sofern kein Transport zu fahren ist zwischendrin. Ja. Ne? Schauen wir mal. Ich werde ein bisschen was filmen, aber es wird nicht wirklich viel sein, denke ich. Ich fahre ja gerade Mainz über die Brücke, über die letzte Brücke. Hier ist eigentlich unsere Baustelle, aber hier ist so eine Suppe. Mal da hinten kann man einen Bagger sehen. Aber nicht wirklich mehr. Fahr mal rein und dann gucken wir mal den Krempel hier abkippen. Mittlerweile, ich war in Wiesbaden laden, bin jetzt hier Kirch am Holland runter, fahre jetzt über den Donnersberg rüber nach Rockenhausen. Lade ich dort ab, dann lade ich einen LKW Recycling, den nehme ich mit nach Sembach rüber. Dann mache
mache ich dieselbe Runde nochmal. Jo. Doch schon recht eintönig, ne? Also mein Gewicht weiß ich jetzt nicht hier, ja. Lesen kann. Wahrscheinlich nicht, ne? Weil die Mühle ist ja nicht wirklich sauber. Der Anstieg hier hoch ist auch recht steil. 33 km/h, 32. Ganz oben auf dem Berg, bin nur, sorry, Kamera mal in die Griffel nehmen, bin nur den Berg oben und dann fahre ich hier rein in den Wald. Da hinten kommen zwei BAG Steinbrüche. In die Baustelle, ja, das war also Ewigkeiten gebraucht, bis mein Heck mal rumkam. Hab rückwärts eingelenkt und dann fuhr alles weiter und alles weiter. Alter, das kann doch nicht sein. Dann nochmal eine komplette Lenkraddrehung eingeschlagen und dann kam er erst langsam rum. Ich kann es halt nicht. Ach ja, gerade im nächsten Berg. Der hat normal eine Waage drin. Ich habe den Radlader geladen. Ja, und der Fahrer, der Radladerfahrer, der hat es richtig gut drauf. Hier ist die Einfahrt in den zweiten Steinbruch. Und wir fahren jetzt noch eine Runde durch den Wald. Wie gesagt, ich habe leider meine Halterung, beziehungsweise eine Halterung habe ich dabei, da gucke ich später mal, ob ich die hier oben ans Dach bringe, wenigstens ein bisschen nach vorne raus filmen kann, ja. Schauen wir mal. Hoi, nicht nochmal. Schöne Doppelkinn. Es ist mittlerweile 5:30.
Und Mittag war es absolute Chaos. Stau, runter zu. Dann kam ich an meine Ladestelle. Radlader defekt. War gerade Monteur von der Liebherr da. Das hat dann auch noch mal eine gute halbe Stunde für. So, nochmal, sorry. Akku war leer. Das hat dann nochmal eine gute halbe Stunde, 45 Minuten gedauert, bis ich dann endlich laden konnte. Dann war heimwärts einspurige Baustelle vom Mainzer Kreuz, ist eh immer Stau. Abends um die Zeit. Ja, da kannst du vorbeifahren, wenn du willst. So ab 14.30 Uhr, 15 Uhr steht's da. Was heißt steht? Es geht halt zäh. Dann war noch eine Baustelle kurz vor Reimersheim. Einspurig. Dann spielt auch noch der FCK heute Abend. Da ist immer jede Menge Zuschauer kommen da aus dem Rhein-Main-Gebiet. Hat es auch nochmal eine gute halbe Stunde gedauert, bis ich da durch war. War heute. Und ich muss leider sagen, das Auto lässt sich furchtbar fahren. Angefangen von der Lenkung. Saft. Ich habe jetzt immer noch nicht geguckt, was für ein Motor drin ist, aber hatte erste Tour hierher Wiesbaden-Rockenhausen hatte ich 40,2, zweite Tour 40,4. Gesamtgewicht. Das Auto. Katastrophe, wirklich. Also das zieht nicht wirklich gut hier. Aber gut. Und auch so vom ganzen Fahren her, also ich bin aus meiner Kipperzeit bin ich Besseres gewohnt. Vielleicht kann es sein, dass ich halt eben schon zu lange draus bin, ja, dass ich das einfach nicht mehr drauf habe. Das kann natürlich auch sein. Aber manchmal muss man da was unter die Kamera legen, dass die nicht so drum fällt jedes Mal. Es kann natürlich auch sein, dass ich zu lange draußen bin. Aus dem Kieferfahrergeschäft. Keine Ahnung. Aber das ganze Fahren, das ganze Fahrverhalten, also es wird kein Fahrzeug für mich werden. Ich habe schon einige immer in Gefahren von uns, ja. Also aber so, also der hier, das war, glaube ich, im Abstand der schlechteste. Ist halt meine Meinung. Wie gesagt, vielleicht liegt es auch an mir. Kein Plan. Jo. Wie gesagt, halb sechs. Ich fahre jetzt noch nach Hause. Ich möchte mich fast entschuldigen für diese Folge. Die war wirklich nur eine einzige Transportszene drin. Das recht weiß. Ansonsten waren nur Betonteile, Einbagger und heute Kieper fahren. Yay. Mein abwechslungsreich ist es ja, aber langweilig. Na gut, egal, es ist, wie es ist, ich mache jetzt Feierabend, mache auch hier mit dieser Folge Schluss. Ich bedanke mich
dem einen oder anderen doch etwas Spaß gemacht. Ein Like oder ein Abo würde ich mich sehr freuen. Bis zur nächsten Folge. Bleibt gesund, habt Spaß. Macht nichts, was ich nicht auch machen würde. Bis dann. Ciao.